Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute gerne mal wieder ein Buch zeigen. Und zwar ist das schon mein zweites Zaubermäuschenbuch. Ich werde euch das erste Video davon nochmal unten in der Infobox verlinken. Das ist quasi jetzt der zweite Teil von Zaubermäuschen, ein Yoga-Buch für Kinder von Helga Hirsch. Und das ist die Reise ins Regenbogenland. Und Helga Hirsch verpackt in ihren Büchern Themen wie Yoga, Bewegung, Meditation, Affirmationen, hier in diesem Buch natürlich auch Chakren, für Kinder in fantasievollen Geschichten. Und ich habe es schon beim ersten Video gesagt, dass ich das eine wundervolle Art finde, Kindern diese Themen näher zu bringen, kindgerecht näher zu bringen, auch kindgerecht zu erklären und kindgerecht anzuleiten. Und deswegen möchte ich euch gerne auch wieder Teil 2 zeigen. Moment. Die Reise ins Regenbogenland. Einladung zum Regenbogenfest. Zaubermäuschen liegt gemütlich am Zaubersee im weichen Moos und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Ach, tut das gut, denkt das Mäuschen und lächelt tief entspannt. Heute möchte Zaubermäuschen ins Regenbogenland reisen. Dort gibt es ein großes Fest und es wird gefeiert. Der Regenbogen und die Sonne werden heute ganz besonders strahlen und viele Tiere und Wesen aus dem Zauberwald werden dort sein und zusammen tanzen und singen. Zaubermäuschen möchte gerne Leni zum Regenbogenfest einladen. Ihr wird das bestimmt auch sehr gefallen. Daher sendet Zaubermäuschen gedanklich eine Einladung an Leni und ist sehr gespannt, ob sie mit zum Regenbogenfest kommen wird. Dann spaziert Zaubermäuschen gemütlich zum großen Lebensbaum und wartet dort auf Leni. Ob sie kommt? Also Leni ist quasi die Hauptfigur oder das Kind in dem Buch. Und Zaubermäuschen ist die Figur, die sie dann einführt in diese Themen, wie eben Yoga zum Beispiel. So, und Leni kommt dann natürlich. Schön, dass du mit ins Regenbogenland fliegst, freut sich Zaubermäuschen. Fliegen? Fragt Leni etwas irritiert. Ja, wir fliegen. Das Regenbogenland liegt sehr hoch im Himmel. Es wird dir gefallen. Zaubermäuschen zwinkert mit dem Auge. Hat jemand Geburtstag dort? Fragt Leni. Nein, wir feiern das Leben, weil das Leben so schön ist, trällert Zaubermäuschen fröhlich. Und wo ist das Flugzeug? Fragt Leni. Zaubermäuschen lacht und erklärt, du bist dein eigenes Flugzeug. Du kannst fliegen. Ich kann doch nicht fliegen, lacht Leni. Du kannst alles, wenn du es dir von Herzen wünschst. Komm, wir gehen auf die Wiese und ich zeige dir, wie es geht. Und man hat das, wie gesagt, als Geschichte, aber darüber hinaus, über diese Geschichte, gibt es zum Beispiel, und zwar startet das hier, Yoga mit den Regenbögen, mit den Regenbogenfröschen. So, Yoga mit den Regenbogenfröschen. Und hat dann auf mehreren Seiten quasi ganz einfach für Kinder erklärt, mit Bildern von diesen Fröschen, verschiedene Yoga-Übungen und Asanas erklärt und beschrieben. Das finde ich schon mal cool. Dann später kommt auch noch eine Chakra-Meditation. Dann ist hier drin die Schmetterlingsatmung und auch noch mal Yoga mit den verschiedenen Farben der Chakren. Super, super cool. Ganz hinten im Buch hat man, das hatte man bei dem letzten auch schon übrigens nochmal eine Erklärung. Also wenn dann das Kind fragt, ne, was sind Affirmationen, was sind die verschiedenen Asanas jetzt aus dem Yoga und deren Wirkung, dann kann man das auch hier hinten einfach nochmal nachlesen. Und hier hinten, das möchte ich euch auch gerne nochmal vorlesen, warum Yoga für Kinder? Kleine Yogis möchten kreativ und spielerisch an Yoga herangeführt werden. Auch wenn die Lehre des Yoga dieselbe ist, so haben Kinder weniger Kraft und Ausdauer. Daher werden die Asanas kürzer ausgeführt. Den Kindern fällt es durch ihren Bewegungsdrang und ihre Neugier leicht, die Übungen nachzumachen.
Die Asanas, in fantasievolle Namen gepackt und mit einer Geschichte ummantelt, machen Kindern große Freude. Sie haben die Gabe, im Spiel ganz im Hier und Jetzt zu sein und begeistern sich schnell für neue Situationen. Yoga fördert die Fantasie und Kreativität. Das Kind lernt, in seinen Körper hineinzuspüren und ihn so besser wahrzunehmen. Selbstbewusstsein und Konzentration nehmen zu. Während man einem Erwachsenen die Asanas erklärt, ist das Kind die Übung selbst. Der Erwachsene macht genau das, was der Lehrer sagt und zeigt. Das Kind hingegen verinnerlicht die Asana mit seinem ganzen Sein und erlebt das Gefühl, das mit dieser Asana einhergeht. Hier wird das Thema in den Vordergrund gestellt, wie zum Beispiel ein Tier und seine Eigenschaften. Kinder genießen es, Kind sein zu dürfen und nichts zu müssen. Im Alter zwischen 2 und 3 Jahren beginnt die Phase des magischen Denkens. In dieser Zeit ist in der Vorstellung des Kindes alles möglich. Der Zusammenhang von Ursache und Wirkung wird erkannt. Ab dem 3. Lebensjahr leben Kinder ihre Vorstellungskraft in Rollenspielen aus. Mit Yoga können Kinder wundervoll spielerisch in diese Rollen eintauchen. Und ganz zum Schluss gibt es im Buch auch noch ein Rezept, und zwar für Zaubermäuschen-Kekse. Also ein Buch, was eine Geschichte zum Vorlesen umfasst, Yoga-Übungen, eine Meditation, eine Atemübung für zwischendurch und auch noch ein Backrezept. Also alles in allem. Und ich mag die wirklich sehr, 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 sehr gerne. Vielen Dank, Helga Hirsch, dass ich das Buch wieder vorstellen durfte. Ich verlinke es euch unten in der Infobox und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Wir sehen uns ganz bald wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, tschüss!